Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Ja, es ist wieder eine ganze Woche her, seitdem ich die letzte Aufnahmesession gemacht habe, deshalb muss ich mich erst kurz orientieren. Wir stehen hier jetzt... ...Märchen sozusagen. Dornclaw. Ah, das ist der Boss, den wollte ich doch in der letzten Folge mal umhauen. Also werden wir uns den jetzt schnappen. Hehehe. Du wirst sterben, Dornclaw. So, ich glaube, von hier aus können wir ihn am besten angreifen. So, dann gehen wir mal ran. Also fängt direkt die erste Folge wieder richtig spannend an. Wir haben jetzt einen verstärkten Feuerball, der stärker ist als unser Alter, sodass wir damit jetzt wieder noch mehr Schaden machen. So, dann haben wir das jetzt auch angesprochen mit dem neuen Feuerball. Huch, der greift uns an, aus der Entfernung. Nochmal neu fesseln. Boah, der macht aber ganz schön Schaden. Na gut, ist aber auch ein Boss. Was will man anderes erwarten von einem Boss? Nochmal fesseln. Wir müssen ihn eigentlich ja nur bis zur Hälfte runterkriegen, dann können wir mit einer Mana-Verbrennung ihn mal eben schnell den Gar ausmachen. Wenn wir genug Mana haben. Scheiße. Schnell fesseln. Ah, jetzt ist leider der Baum. Das ist ein bisschen blöd. So. Mana-Verbrennung. Sonst kriegen wir ihn nicht mehr. Wir haben ihn doch so nicht gekriegt. Scheiße. Müssen wir es nochmal versuchen. Das war ein bisschen blöd gelaufen, dass er sich ein bisschen zu oft befreit hatte. Okay, nächster Versuch. Wir werden den auf jeden Fall umhauen jetzt in dieser Folge. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Jetzt gerade eben. Ich meine, wir schaffen es ja auch fast. Es ist gerade nur ein bisschen blöd gelaufen. Ein klitzekleines bisschen blöd. So, nächster Versuch. Nähern wir uns ihm erstmal. Eine große Dornpfote will ich jetzt nichts mit zu tun haben. Ich will nur ihn haben, die Dornklaue. So. Ich muss mir noch was überlegen. Vielleicht kann man ihn nur anders ein bisschen besser kriegen oder so. Indem man ihn da ein bisschen über den Berg rüberholt. Könnte sein. Wir müssen auf jeden Fall sowieso warten, bis hier unsere Wiederbelebungskrankheit abgelaufen ist. In der Zeit können wir natürlich nicht viel machen. So. Ich guck gerade mir. Ah ja, wir müssen uns ein paar Buffs erneuern. Den hier zum Beispiel. Und den hier. Ist einfach nur, damit wir auch ein bisschen an Mana kommen mitten im Kampf. Ja, genau. Das hilft halt, Mana zu sammeln. Oh, ich kann noch nicht wieder richtig viel reden. Ist einfach irgendwie so, wenn man so lange keine Let's Plays macht, eine ganze Woche lang, dann verliert man das, glaube ich, ein ganz kleines bisschen. Kann das sein? Ich weiß es nicht genau, aber es ist einfach so, man ist es nicht gewohnt, dann auf einmal wieder in Anführungsstrichen mit sich selbst zu reden, wie man das ja im Endeffekt bei Let's Plays macht. So, jetzt kriegt der nochmal auf die Fresse. Hier, friss meine Waffen, meine Angriffe, alles. Ja, hier, zack. Du kriegst hier die volle Ladung von unserer Gewaltenkraft zu spüren. Ja, mach dort, was du willst. Mal fesseln. Ja, jetzt kommen, diesmal schaffen wir ihn, diesmal schaffen wir ihn noch wirklich. Boah. Habt ihr jetzt gerade gesehen, mit dem Feuerball 1400 Schaden? Nicht schlecht. So, letzte Mana-Verbrennung. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir genug Mana haben, um ihn endgültig zu Tode zu verbrennen, aber ich will's hoffen. Jawohl. Da liegt er tot und wir haben einen Alternativverbesserungspunkt dafür bekommen. Das ist perfekt. So, hier. Was können wir denn noch machen? Ah ja, das können wir noch weiter ausbauen, dass wir noch mehr Angriffe parieren werden. So. Ja, toll, natürlich Plattenstiefel, mit denen wir nichts anfangen können. Naja. Hauen wir mal ein paar Kohlkreischer um. Die können wir ja quasi jetzt einfach im Anschluss töten, ohne dass wir groß Probleme haben. Die hauen wir ja immer so schnell um, dass wir uns gerade keinen Schaden machen. Wir brauchen ja 10 Fledermäuse für den Aufseher Hookweil. Hookweil? Hookweil, so. Ich dachte schon, irgendwie kann ich mich doch erinnern, dass der Hookweil hieß. Aber da merkt man noch, wie stark der Magier im Grunde ist. Also der Zauberer, nicht Magier. Dass man hier einfach so, zack, mal die heldenhaften Mobs töten kann, solo, und dann danach noch nicht mal viel
Pause brauche, um wieder weiterzukämpfen. Mal gucken, hält er einen verstärkten Feuerball aus? Ja. Na gut, aber die Flammen des von Videos werden ihn dann anschließend umhauen. Zack. Ah, ich glaube, so hauen wir ihn um, ohne dass er uns erreicht. Zack, genau. Man muss halt immer ein bisschen mit den Zaubern mal rumspielen und gucken, welche Kombinationen sich da immer so anbieten und sowas. So. Nächster, bitte. Okay, da haben wir schon mal ein paar Fledermausohren gesammelt, die wir nicht zwar nicht brauchen, aber immerhin verkaufen können. Oh, das sind aber viele. Werden wir uns mal die wieder einzeln rausholen. Die gehören ja nicht in eine Gruppe zusammen und kommen dann auch nicht gemeinsam mit einer gemeinsamen Aggro. Sonst wären sie jetzt alle schon hier. So, nächster. Next one, please. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Mana. Na gut, sorgen wir uns eben kurz ein bisschen Mana. Zack. Und zack. Mit diesem Zauber hier können wir auch anderen Mana geben. Das kostet aber trotzdem unsere eigene Lebensenergie. Also das kann manchmal ein zweischneidiges Schwert sein, ist aber glaube ich in manchen Bosskämpfen ist wirklich wichtig, dass man das weiß. Als Zauberer. Als Zauberer ist man ja nicht nur dafür da, auf dem Damage-Meter ganz oben zu stehen. Ich wollte schon gerade sagen, E-Penis-Meter, weil das ist in vielen Spielen, in denen es dann nur um Damage geht, ist das ein wirklich großes Problem. So, Aufseher Hookwhite. Sprechen wir nochmal kurz mit ihm. Rein hier. Ups. Lex. So. Ah, ihr seid zurück. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Wie läuft es? Ich habe die Fledermäuse getötet, wie ihr es verlangt habt. Ja, die Schreie sind verstummt. Seid ihr sicher, dass ihr alle erwischt habt? Ja, Aufseher. Den Hunden geht es jetzt viel besser. Die Schreie haben sie sicher verstört. Sie haben immer noch Probleme. Vermutlich sind euch einige entkommen. Könntet ihr bitte noch welche töten? Klar, ich bin gleich zurück. Okay, noch mehr Fledermäuse. Ich glaube, das ist ist keine Everquest. Eine Everquest kann man immer wieder neu annehmen. Das ist eine längere Questreihe, in der man ganz viele von diesen Fledermäuse töten muss. Stellt sich natürlich jetzt die spannende Frage, was passiert am Ende dieser Questreihe? Haben wir schon irgendwas da stehen, was wir am Ende bekommen? Nur ein paar Schuhe. Da kann noch was ganz Spannendes vielleicht hinzukommen. Wir wissen es ja gerade nicht. Warte mal, wie viel Gold kriegen wir denn dafür? Ne, das Geld ist auch noch gar nicht festgeschrieben. Boah, das kann richtig viel Geld geben auch. Das ist immer richtig krass. Bei manchen Quests gibt es dann hinterher solche Massen von Gold oder Geld. Ja, nicht nur Gold, sondern es gibt ja hier Kupfer, Silber, Gold, Platin. Ich weiß gar nicht, habe ich euch mal erzählt, wie das mit der Umrechnung ist. 100 Kupfer sind ein Silber, 100 Silber sind ein Gold und 100 Gold sind ein Platin. Einfach nur, damit ihr es mal wisst. Falls ich es vergessen habe zu erwähnen. So. Eigentlich sind die verzauberten Lande richtig schön gemacht, finde ich. Ich meine, es sind jetzt nicht an aktuellen Grafikstandards mehr angebunden. Das sind eher die neueren Zonen, die sind grafisch immer noch recht gut dabei. Aber die verzauberten Lande sehen eigentlich auch noch recht schön aus. Wobei natürlich immer gesagt werden muss, es ist halt ein 8 Jahre altes Spiel, Everquest 2, ne? Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und dafür finde ich, ist die Grafik immer noch ziemlich gut. Jetzt, wenn man den Vergleich sich mal Everquest 1 anguckt, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, wie das aussieht. Deshalb werde ich das jetzt auch erstmal nicht erläutern. Vielleicht werde ich irgendwann noch mal einen Letztest von Everquest 1 machen oder ja, nicht Letztest, sondern vielleicht auch eine kleine Let's Play-Reihe, Let's Show-Reihe, irgendwie sowas. Huch, dort hinten sind noch Triefaugenkundschaft, davon brauchen wir ja auch noch ein paar. Die können wir ja dann gleich mitnehmen. Machen wir heute ein bisschen Klopp-Folgen. Indem wir hier massig Monster kloppen. So, zack. Boah, die Mobs gehen hier alle viel zu einfach, wenn sie keine Pfeile haben. Na gut, aber es muss ja für alle Spieler, auch für die etwas
nicht so guten Spieler muss das ja auch gut schaffbar sein, alles noch. Ein Ausrufezeichen. Nehmen wir das doch mal eben schnell mit. Juhu, neue Seite. Zack. Aber die meisten Sammlungen kriegt man sowieso selten zusammen. Da muss man sich dann stundenlang im Auktionshaus, nicht Auktionshaus, beim Makler, hier ist Makler nicht im Auktionshaus, muss man sich dann in der Regel die Sammlung zusammenkaufen. Was dann manchmal ziemlich ins Gold gehen kann, oder ins Geld. Weil man dann, weil dann für eine Karte, wollte ich gerade sagen, für einen Sammelgegenstand manchmal mehrere Platin verlangt werden, weil die so selten sind. Mal Hohlkreischer. Jetzt kann ich aber auch allmählich verstehen, warum es hier so unglaublich viele Fledermäuse gibt. Die haben eine extrem lange Respawn-Zeit. Ich sehe hier keine einzige Fledermaus mehr. Die haben die alle ausgerottet. Wir haben doch tatsächlich alle Fledermäuse gerade mal eben schnell ausgerottet. Vielleicht sind hier drüben nochmal welche. Ja, hier sind noch einige wenige. Die können wir auch nochmal eben umhauen. Oder einen davon zumindest. Wir brauchen hier nur noch eine. So, gut, die können wir dann auch wieder wegbringen. Ah, okay, das war's dann auch jetzt mit der Quest. Ah, ihr seid zurück. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Wie läuft es? Ich habe die Fledermäuse getötet. Ja, die Schreie sind verstummt. Seid ihr sicher, dass ihr alle erwischt habt? Ja, zum zweiten Mal. Ja, nun geht's jetzt viel besser. Vielen Dank für eure Mühe. Hier ist eine kleine Belohnung. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel wir bekommen haben. Müsstet ihr mal kurz in die Kommentare schreiben, wie viel Geld wir dafür bekommen haben. Meine Füße schmerzen. Warum muss ich Tag aus Tag ein hier stehen? Ihr seid sehr beschäftigt zu ihr scheint sehr beschäftigt zu sein. Mein Gott, was ist heute mit mir los? Beschäftigt? Ja, natürlich bin ich beschäftigt. Aufseher sind immer beschäftigt. Und wir haben keine Zeit, sämtliche notwendigen Untersuchungen durchzuführen. Es ist eine echte Herausforderung, sage ich euch. Kann ich euch behilflich sein? Ich mache ein Wandbild. Das ist ein großes Gemälde, falls ihr das nicht wisst. Ich bin nur ein Künstlerlehrling. Aber kennt ihr diese verträumte Aufseherin unten bei den Docks? Sie bat mich, ein Bild für sie zu malen. Ich meine für das Museum, das sie baut. Ich verstehe. Ihr seid zu nett zu ihr. Nein! Das ist sowieso gegen die Regeln. Aber reden wir über Geschäft. Ich brauche eine Leinwand und ihr braucht Arbeit. Ja, habe ich. Aha. Oh, ziemlich guter Ohrring. Ziemlich guter Ohrring. Großartig. Ich brauche hier viel Hilfe. Zunächst benötige ich ein paar unbehandelte Bärenfälle. Sie geben eine gute Leinwand ab. Sie müssen aber unbehandelt sein. Nicht jedes Fell ist geeignet. Außerdem habe ich rote Farbe, die ich normalerweise von den Goblins bekomme. Brauche ich rote Farbe. Und schließlich benötige ich noch etwas Flusswasser, um meine Pinsel zu reinigen. In Ordnung, ich mache mich an die Arbeit. Ihr seid ein echter Freund. Das rechne ich euch hoch an. Einverstanden, ich werde bald zurück sein. Okay, dann geht's jetzt ans Bärenfälle, Bärenkloppen. Die Quest können wir ja quasi noch schnell machen. Zack, direkt ein reines Bärenfell bekommen, das ist perfekt. Da fragt einer, ob, sagt einer, dass er sich entscheiden kann, ob er Illu oder Mystica weiterspielen möchte. Also Illusionist oder Mystica. Illusionisten können gut Mana infusieren, also haben eine gute Mana-Infusion. Also die füllen quasi das Mana ihrer Teamkameraden mit auf. Und Mystica ist halt ein Heiler. Und da hat halt jetzt gerade einer im Chat gefragt, was denn hier in EverQuest 2 mehr benötigt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass der Heiler mehr benötigt wird. Ich weiß aber nicht sicher. Zack, zack, zack. Ihr kippt alle um. Ihr seid nur dumme Dornpfoten. Beides und noch viel mehr. Hahaha. Zack, geätztes Lederfell. Noch ein paar unerfahrene Dornpfoten und dann haben wir es jetzt gleich auch hier. Haben wir alles leergeräumt. Na gut, leergeräumt nicht ganz, aber... Na, sauber. Ja, das hilft nicht wirklich für eine Entscheidung, wenn man weiß, dass sowieso alles, was man machen möchte, gebraucht wird. Kenne ich auch aus Runes of Magic ein bisschen.
Aber trotzdem spiele ich ja in Rules of Magic dann lieber den Heiler. Also beziehungsweise den Druiden. Den Druidenheiler, so muss man sagen. Es gibt ja Priesterheiler und Druidenheiler. Dort, aber das geht jetzt zu weit ins andere Spiel hinein. Lalala, hier noch umhauen. Okay, uns fehlt. Das Feld haben wir schon zusammen. Haha. Flusswasser? Ja, Flusswasser ist einfach einmal in den Fluss gehen. Ja, das ist ja einfach gewesen. Jetzt brauchen wir noch drei Goblins. Goblins waren noch hier irgendwo. Genau da. Das ergibt sich ja gerade wirklich perfekt. Hier und dann stirb. Scheiß Goblin. Wir brauchen sowieso nur noch einen Goblin auch für die andere Quest. Jagdgoblins in den verzauberten Landen. Müssen wir aber sowieso, glaube ich, eine Dreiergruppe nehmen, wenn wir nicht nur auf Kundschafter aus sind. Huch, da ist ja noch ein Kundschafter. Okay, dann müssen wir uns nur noch einen Kundschafter suchen. So, dann ist der jetzt auch tot. Gelversiegeltes Dokument. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich werde hier mal ein paar Drecksflosser angreifen. Ups. Ey, nein, 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 nein. Da, Drecksflosser. Die brauchen wir nämlich auch für irgendeine Quest. Ah ja, genau, hier für grausame Fische. Einfach nur, damit wir die gleich mitmachen. Intakter Pfeilhechtzahn. Reißzahn. Ups, scheiße, jetzt habe ich, falsch angegriffen. Egal. Müssen wir natürlich dann mit umhauen. Ah, okay, der hat nichts verloren. Vor allem, dass wir mit Feuerschaden hier immer noch so viel Schaden machen gegen die Wasserviecher. Nicht schlecht. Also ich kann mich noch erinnern, huch. Da hat jemand gerade eine ganz schön dicke Goblin-Gruppe gezogen, will ich mal meinen. Ich glaube, diese Goblin-Gruppe haben wir auch schon mal gegen gekämpft. So. So, haben wir hier noch vier. Haben wir vier. Brauchen wir also noch 11. Na gut, hier ist jetzt gerade kein weiterer Fisch. Vorne wären drei. Puh, eigentlich will ich es nicht mit drei heldenhaften Mobs aufnehmen. Das ist immer ein bisschen schwer. Ich werde mal einen Söldner dann zuerst fesseln. Ups. Scheiße. Ich muss erst den dort hinten nochmal fesseln. Und den werde ich mal betäuben. Oder hypnotisieren. Huch, scheiße, das war nicht so dolle. Weil ich mich damit selbst hypnotisiere. Huch, was war das? Ach, Goblin, war ich Leistung freigeschaltet. Yay! Die aber trotzdem jetzt so locker schaffen. Mein Gott, das ist schon richtig schlimm. Wie sind die normalen Merks zu den aus der Sammel-Edi? Oder den Drops aus der Indie zu sehen? Die droppen besser aus. Huch. Ja, wir sind fast tot, aber naja. Ah, so, die reden darüber jetzt, welcher Söldner so am besten ist für einen
Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Für einen Templer. Und da sagen einige, dass der Shadow Knight der beste Söldner wäre, weil er sich auch selber heilt, indem er Schaden macht an den Gegner. Der Schattenritter. Ah, ihr seid zurück. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Wie läuft es? Hier ist euer Mal Zubehör. Großartig, danke dafür. Ja, Mann, diese Farbe ist perfekt. Man muss immer ein gutes Rot besitzen. Ich habe das Gemälde bald fertig. Bitte kommt wieder, wenn dann werde ich euch da, es für euch bereit haben. Gut, ich werde bald zurück sein. Ah ja, das Meisterwerk ist vollendet. Könntet ihr das bitte zum Aufseherin Mess Nesselmeer bringen? Klar, an den Docks, in Ordnung. Ja, ihr Posten befindet sich in der Nähe der Docks. Ihr habt es, danke. So, dieses Gemälde werden wir in der nächsten Folge dann wegbringen. Ups. Was macht denn die Dornfolie jetzt hier? Also, wir werden den noch immer umhauen. Der, dass er sich wagt, uns anzugreifen, wenn er endlich meine Folge beenden möchte. So. Jetzt aber, wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten.